Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Dave und heute soll's, ihr habt's wahrscheinlich schon am Titel erkannt, um Absolver gehen. Um genau zu sein, um vier Dinge, die man meiner Meinung nach vor dem Start des Spiels bzw. vor dem Kauf des Spiels wissen sollte. Denn Absolver ist eins dieser Games, bei dem vielleicht nicht gleich für jeden sofort ersichtlich ist, um was es eigentlich geht und wie es genau funktioniert. Und weil es da draußen bestimmt Leute wie mich gibt, die zwar wissen, dass man irgendwie prügelt, aber ansonsten eigentlich bloß den Arztteil geil finden, dachte ich mir ganz einfach, dass ich die wichtigsten Infos, um mögliche böse Überraschungen vorzubeugen, zusammenfasse. Denn das erste, das man über Absolver wissen sollte, ist, dass es kein MMO ist. Zumindest keins im klassischen Sinn. Wer also erwartet, in einer persistenten Welt mit seinen Mitspielern loszuziehen, Quests zu erledigen, im Housing-System Häuser zu bauen etc., den muss sich leider enttäuschen. Denn stattdessen erkundet man eine von Ruinen übersäte Spielwelt, in der hinter jeder Ecke ein NPC-Gegner lauern könnte. Also typisch Rollenspiel eben. Ganz und gar nicht RPG-typisch ist allerdings, dass man auf seinen Reisen immer wieder auf von Spielern gesteuerte Charakter trifft. Und hier kommen wir auch schon zum Haupt, nämlich dem Multiplayer-Part des Spiels. Denn auch wenn man die Welt grundsätzlich allein erkundet, wird man mal öfter mal weniger auf Mitspieler treffen. Das werden allerdings niemals so viele sein, wie ihr es jetzt wahrscheinlich von einem waschechten MMO kennen würdet. Ich glaube, man könnte es ganz gut mit Journey vergleichen, da trifft man ja auch hin und wieder auf einen Spieler. In Absolver sollen es pro Gebiet etwa 4 bis 5 sein. Doch nicht nur die Spieleranzahl, auch die Interaktion ist anders, als man es von Multiplayer-Spielen eigentlich gewohnt ist. Denn anstatt des gewohnten Textchats gibt es lediglich Emotes zur Kommunikation. Das bedeutet, man muss also selbst herausfinden, ob sein Gegenüber freundlich gesinnt und ready für gemeinsame Abenteuer ist oder einen einfach volles Pfund aufs Maul geben möchte. Gut, zweites findet man wohl recht schnell heraus. Aber das war auch schon die perfekte Überleitung, denn als nächstes möchte ich mögliche Missverständnisse übers Kampfsystem aus dem Weg räumen. Dass Absolver ein Prügelspiel ist, ist ja wie gesagt allgemein bekannt. Jedoch wird das Spiel kein reines Button-Gemäsche, wie zum Beispiel ein Batman-Spiel aus der Arkham-Reihe es wäre. Nein, vielmehr ist hier taktisches Vorgehen sowie Skill- und Ausdauermanagement gefragt. Die Angriffe werden in sogenannten Combat-Decks verwaltet. Hier kann man jedem der vier Haltungen verschiedene Kicks und Schläge zuweisen, die mit verschiedenen Tastenkombinationen ausgeführt werden. Das führt dazu, dass die Kämpfe gegen andere Spieler niemals gleich ablaufen werden, weil so ja jeder Spieler quasi seinen eigenen Kampfstil hat. Positiver Nebeneffekt der ganzen Sache, das Kampfsystem ist dadurch sehr skilllastig. Ebenfalls ein sehr interessantes System ist, dass neue Angriffe selbst durch Gegner gelernt werden können. Haut dieser einem zum Beispiel 20 Mal denselben Tritt gegen die Birne, kann man den Tritt eben irgendwann auch. Dem Spieler werden die Skills also quasi eingeprügelt. Den nächsten Punkt, den ich besprechen möchte, ist, dass trotz der Prämisse, dass man als Rekrut ohne Gedächtnis die Welt erkunden muss, um Elite-Soldat, namensgebend Absolver zu werden, diese Welterkunderei, die ja den Großteil des Spiels ausmacht, nicht die einzige Möglichkeit, um zu spielen bleibt. Klar, wie gesagt, es ist ein Riesenteil des Spiels, Gegner zu besiegen, neuen Loot zu erbeuten und stärker zu werden, aber sollte man davon mal Abwechslung brauchen, kann man sich auch ins PvP-Matchmaking schmeißen. Das geht gegen Freunde sowie Fremde gleichermaßen. Zum Release des Spiels soll nur eine Handvoll Modi verfügbar sein. Allerdings werden die Entwickler auch noch Ranglisten-Matches etc. einbauen, wenn es die Community denn so haben möchte. Und wer nach der ganzen PvP-Action Lust auf klassisches Koop-PvE-Dungeon-Geprügel bekommen hat, dem stehen mit den Adal-Minen sogar Dungeons zur Verfügung. Ob man diese jedoch aus der Spielwelt heraus betreten muss oder dies ebenfalls übers Matchmaking möglich ist, kann ich euch leider noch nicht sagen. Den letzten Punkt, den ich in diesem Video ansprechen möchte, könnte man sich zwar fast schon denken, allerdings möchte ich hier einfach etwas näher drauf eingehen. Und zwar ist die Geschichte, die ich euch eben über Gedächtnisverlust und Elite-Soldaten erzählt habe, im Großen und Ganzen schon alles, was man an Story kriegen wird. Absolver wird also kein Game, bei dem man sagen würde, wow, die Geschichte ist ja mal krass. Vielmehr wollen die Entwickler mit ihrer Spielwelt dieses Dark Souls-Gefühl vermitteln. Man weiß nicht, wieso dieses einst so große Königreich Adal in Trümmern liegt. Man weiß nicht, wer diese sogenannten Guides sind, die uns unsere Masken gaben und uns überwachen, und man weiß noch nicht mal, wer man selbst ist. Bloß, dass man wohl freiwillig bei der ganzen Sache mitmacht. Vielleicht sind in der Spielwelt Steintafeln verteilt, auf denen mehr Hintergrundinfos zu finden sind. Vielleicht aber auch nicht. Sicher ist nur, dass man sich keine bombastisch inszenierte Story erwarten sollte. Ach, wisst ihr was? Am besten erwartet man ganz einfach gar keine Story von Absolver. Das ist ja auch nicht der Grund, warum man dieses Spiel spielen würde. Und im Großen und Ganzen war es das auch schon wieder für das heutige Video. Wie gesagt, ich wollte heute einfach ein paar Dinge zu Absolver klarstellen, die für den ein oder anderen vielleicht noch etwas unschlüssig waren. Was
was ich auch durchaus verstehe. Ging mir bis zu diesem Video nämlich genauso. Jetzt seid ihr dran, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so von AppSolver haltet und lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und an alle, die das erste Mal über meinen Kanal stolpern, von euch würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Ich verabschiede mich für heute, bis zum nächsten Mal, ciao ciao.